Ja, und wieder herzlich willkommen zu Rise of the Tomb Raider. Jetzt sind wir mal in Syrien. Ganz andere Körpertemperatur. Vogel. Sieht schon cool gemacht aus. So hochartig ist es schon. Hochwertig meine ich. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Natürlich stürzt alles wieder ein. Alter. Schon sagen, wo geht's jetzt hin? Irgendwas ist hier. Ein Kanal. Ist hier? Ah, guck mal. Wie die Erfahrenen haben schon das gefunden. Ein religiöses Symbol. Detailliert und mit Edelsteinen verziert. Könnte byzantinisch sein. Vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Ist wieder diese Objekte, die man sammeln kann. Nicht gut. So. Wir könnten da nicht hin, aber hier. Könnte es das wirklich sein? Das war wahrscheinlich die Mutter, die wir in der letzten Sequenz gesehen haben. Der Vater ist ja gestorben. Wie geil das mal mit der Leuchtfackel ist, ne? Feier ich. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Karte aktualisiert. Das Einzige, was mich da stört an dem Grafik, dass die Haare so ein bisschen fettig aussehen. Ich weiß nicht. Was ist das denn? Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Wandgemälde. Griechisch haben wir gelernt. Cool. Sprachfähigkeiten. Was ist das? Es ist eine Art Markierung. So. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Das Schwert! Okay. Hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Griechisch. Ach so, wir müssen jetzt lernen. Müssen jetzt Griechisch lernen, bevor. Damit wir das dann nachher lernen können. Von da kann man, ne? Ja. Das haben wir. Hier ist noch was. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee. Vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihm. Okay, jetzt kann ich den Monolithen ersetzen. Ah, das ist cool gemacht. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Tabulator. Gucken wir mal. Ja, fortfahren. Achso. Das ist Levelcraft. Das aktuelle Einsatzziel. Was haben wir denn da? Münzversteck. Ist da noch was?
Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Okay. Sie sehen aus wie von der Kirsche, diese... Noch keine Spur. Ist bestimmt bei dem Unfall. Oh. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Ein geheimer Eingang. Und nochmal. So. Tunnelgräberin. Wer war? Krass. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Ach so. Ja, das ist ja Adlerauge, ne? Trinity. Ich muss da rein. Nein, lass schneller. Oh, shit. Nein! Scheiße. Ist er zu spät oder zu früh gedrückt? Zurück speichert das Spiel von alleine. Verletzt sie wieder ist, ne? Was war das denn für ein Spruch? Das ist ja so komische Stadt schon wieder verkackt. So. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten. Und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Hm. Hier lauert wieder irgendwas wieder rum in diesem Spiel. Was Unmenschliches. Ich wette es mit dir. Die ganzen Soldatenhelme und so alles. Oh. Alter. Das ist aber so klar irgendwie. Die Skorpione, Alter. Boah, das ist krass gemacht. Boah, ich fühle die Skorpione. Verteidigt die sich. Ey, wie geil ist das denn? Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Ich hoffe, das nervt mich, wenn ich mal geil sage. Was ist das hier? Ein Dokument? Mein Sohn. Der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer.
der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Eine alte Nachricht vom Oberhaupt des Trinity-Ordens. Sie sind dem Propheten und seinem Anhänger hierher gefolgt. Okay. Gut, dass das selbst vorliest, weil ich bin so ein bisschen blöd zum Lesen. Der Prophet ermordet durch den Trinity-Orden. Boah, das sieht krass aus. So kann man krabbeln. Wird er nicht? Ah ja, cool war das. So ein kurzes Lauge. Ich habe auf Tomb Raider Schwierigkeit. Beginn's. Verdammt, das war echt knapp. Alter, du bist erschrocken. Die sind fein, ich muss aufpassen. Sie sprengen sich den Weg frei. Ja, man sieht schon, wo es lang geht. Oh, der Schuppen. Fuck, wir müssen irgendwo... Ah! Hier. Den Pegel müssen wir steigen lassen. Natürlich klappt das. So. Ich hab mich doch vor... verzögert, was ich da spielen soll. Ja, ich hab irgendwie gar keinen Bock, aber... Das ist schon cool. Oh Mann. Schneller schwimmen! So, die Bedrückt halten. Die Qualen von Lara Croft tun mir auch weh. Hallo, innerlich. Boah, ich guck auch noch weg, ich Idiot. Die Detailarbeit ist auch richtig geil gemacht. Also, muss schon sagen. Ich hoffe, dass die Story gut ist. Oh, komm nicht rüber. Ui, ein Kaffer. Ich muss aufbrechen, weil wir kommen nicht nach oben. Ja. Da wir was in den Pegel steigen können. Okay, das Wasser ist ein bisschen komisch gemacht. Zeig mit. Kann man auch? Ja. Da wo diese weiße Vogelkacke ist, das ist anfassbar. Das weiß ich noch von Tomb Raider. Steigt weiter. Kann ich schaffen, ne? Hallo. Kann ich schon? Hä?
Hier aber. Nein. Ich war ein bisschen rum. Vielleicht gibt es ja auch hier irgendwie ein Item. Item, sag ich mal. Tauchen, wie geht das eigentlich? Hm. Noch ein religiöses Symbol, aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Keine Ahnung, wie man runtertaucht. Wie kommen wir denn da hoch? Das sieht mir voll vertraut aus. Ah. Warte, was war da? Der Schatz. Alte Münzen. Okay. Ein Dokument. Boah, ist viel zu sammeln wieder. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Okay. Ein Ritter des Propheten. Alte Münzen, was auch immer bringt, diese alten Münzen. Was haben wir hier? In der Ausgabe. Die glitzern so. Mit alten Münzen. Und hier ist noch was. Da ist echt viel zu sammeln. Achso, das ist... Da geh ich an die Show. Erstmal gucken wir hier. Ja. Da geht's auch weiter, aber ich will noch nicht dahin. Mann. Guck mal. Ich hab fast übersehen. Ich möchte aber mal gucken. Ja, muss ich sagen, geht's auch wo. Ist der richtige Weg? Ich hoffe nicht. Verdammt, Sie sind fast drin. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase.
Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden.